Boden, Pflanze, Tier und Mensch. Ist der Boden gesund? Ist die Pflanze und auch der Mensch und das Tier gesund? Und im heutigen Video möchte ich dir erzählen, wie wir für eine bessere Bodenqualität mit Humus sorgen können. Also bleib dran! Willkommen zu meiner Freundin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wissen to Go. In der heutigen Episode möchte ich, wie ich schon angekündigt habe, dir mehr über Humus erzählen. Im Allgemeinen ist Humus schwarze Erde und sie hat den Geruch von Blumenerde, beziehungsweise wenn ihr schon mal in den Wald gegangen seid und da mal diesen einfach mal Erde genommen und dran gerochen hat, so einen ähnlichen Geruch hat in der Regel Humus, und Humus besteht halt aus organischem, totem Material, zum Beispiel aus Tieren und Pflanzenresten, aber auch aus unter anderem aus Mist oder Gülle kann Humus auch gespeichert werden. Es ist halt ganz allgemein ein guter, hervorragender Nährboden für die Pflanzen, weil er zum Beispiel viel Stickstoff und Phosphor enthält, aber auch entsprechende Luft- und Wärmespeicher für die Pflanzen auch dient, beziehungsweise den Luft- und Wärmehaushalt des Bodens so reguliert. Für die Zersetzung des Materials werden hier verschiedene Mikroben bzw. Bodenlebewesen benötigt. Die werden auch als Endophone bezeichnet. Darunter sind zum Beispiel Regenwürmer, Larven und Insekten. Das Gute dabei ist, dass dieses organische Material zersetzen und zum Beispiel Regenwürmer und Larven dann hier mit ihren Fäkalien oder ihrem Kot hier wertvolle Enzyme und Fermente ausscheiden, und zudem reißen nochmal die Würmer Löcher in die entsprechenden beziehungsweise Wurmgänge in den Boden rein und sorgen dafür, dass sie nochmal die Erde auffüllen für eine entsprechende Luftversorgung bzw. Sauerstoffversorgung sorgen und natürlich auch hier entsprechende Brutmöglichkeiten für Insekten und Larven zur Verfügung stellen. Das sind die mechanischen Zerkleiner, die für die grobe Zerkleinerung zuständig sind. Und dann kommen wir eine tiefe Ebene zu den Mikroben, wie zum Beispiel Bakterien und Pilzen. In den Pilzen habe ich zum Beispiel in der letzten Episode von Wissen to Go ausführlich erzählt. Und diese Pilzen und Mikroben sind nochmal zusätzlich für die weitere Zersetzung mit verantwortlich. Da gibt es zum Beispiel zwei Arten der Zersetzung, zum Beispiel die Remineralisierung. Das heißt, dass die Pilze und Bakterien entsprechende Enzyme und Säuren freisetzen, um halt komplexe Moleküle in einfache Strukturen runterzubrechen bzw. zu zersetzen, sodass halt die mineralischen Stoffe freigesetzt werden, die dann eine Pflanze zum Beispiel für ihr Wachstum verwenden kann. Ein Stoff ist zum Beispiel Phosphor, das heißt, dass diese Pilze und Mikroben zum Beispiel anorganische Stoffe organisch für die Pflanze verfügbar machen kann. Eine andere Art der Zersetzung ist zum Beispiel die Humifizierung. Dabei werden nicht alle Substanzen zersetzt, dabei bilden sich Huminstoffe. Und das Gute ist an diese Huminstoffe, dass halt zum Beispiel die Nährstoffe ganz langsam abgegeben werden, weil sie sich halt auch sehr langsam zersetzen und auch zusätzlich dazu ein großes Wasserspeicherungsvermögen haben. Das heißt, dass hier die Nährstoffe gebunden werden und auch das Wasser gebunden wird und dadurch es auch nicht zu Ausschwemmungen von den Nährstoffen aus dem Boden kommen kann. Zudem hat er diese Huminstoffe hohen Kationaustauschkapazität. Also Kation sind halt positiv geladene Ionen. Dazu sind zum Beispiel basische Stoffe wie zum Beispiel Magnesium und Calcium und Eisen.
Und diese Huminstoffe sorgen halt für einen hohen Kationaustauschkapazität, sodass halt die Pflanzen dann besser an diese Stoffe herankommen kann und die Nährstoffe einfach, wie gesagt, langsam der Pflanze zur Verfügung gestellt werden. Warum ist jetzt genau Humus so wichtig? Wie gesagt, es dient Humus als Nährstoffspeicher für die Pflanze beziehungsweise auch eine kontrollierte Abgabe an die Pflanze. Ihr müsst es einfach so vorstellen, in der heutigen industriellen Landwirtschaft tut man ja die Pflanze mit möglichen komplexen Düngern und speziellen Mineraldüngern einfach überschwemmen und damit tut man einerseits nicht nur die Pflanze düngen und nicht den Boden, und das kann dann auch in Trockenperioden auch zu Stress sorgen. Das ist halt diese Überversorgung der Pflanze. Das muss man sich einfach so vorstellen, wie zum Beispiel, wenn ihr ihr habt jetzt eine Mahlzeit, ihr frisst euch voll, werdet dann flau und träge, fühlt euch wahrscheinlich dann nicht so gut, und in den nächsten 3 Wochen seid ihr dann werdet ihr dann gezwungen sozusagen zu fasten und nichts zu euch zu führen. Ihr seid es vielleicht noch nicht gewohnt und das kann dann natürlich dann rückläufig werden und ihr nehmt dann mehr Schaden, als ihr dann gewisse Vorzüge habt. Und das ist halt wirklich wichtig, dass aufgrund des Humuses und den entsprechenden Bodenlebewesen, die halt dort leben, dass halt die organischen Nährstoffe stückweise frei aufbereitet werden für die Pflanze, damit sie halt hier mit entsprechenden mit ihrem Wurzelhärchen dann zum Beispiel Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor besser aufnehmen kann. Auch hier außerdem bildet sich eine bessere Bodenstruktur, das heißt, es bilden sich Hohlräume, und durch dieses bessere Bodensystem habe ich auch einen besseren Luft- und Wärmehaushalt innerhalb des Bodens, eine bessere Durchlüftung, und die Mikroben, Pilzmyzele und Bakterien, wie auch die Regenwürmer, sind aerobe Lebewesen, das heißt, sie benötigen halt auch Sauerstoff, um zu überleben, und Humus bietet halt hier eine entsprechende gute Grundlage dafür, dass diese Lebewesen auch im Boden sich wohlfühlen. Außerdem ist es halt auch so, dass diese Pflanzenwurzeln und auch die Mykorrhiza, Pilzmyzele besser in die tiefere Schichten eindringen können durch diese bessere Bodenstruktur und dann nochmal den Boden nochmal weiter aufwühlen und einfach nochmal für Sauerstoff nochmal sorgen können. Wie gesagt, ist auch dadurch auch Humus ein guter Wasserspeicher, das heißt, dass die Pflanzen Trocken- oder Dürreperioden entsprechende Reserven haben können, wenn sie halt auf tiefer liegende Schichten auf das Wasser zugreifen können. Und natürlich wird auch Humus Kohlenstoff besser abspeichern und anreichern lassen. Und es gibt halt viele verschiedene Pflanzen, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, die halt den Stickstoff also das CO2 aus der Luft entziehen oder dem Boden anreichern können, und Humus ist halt hier nochmal so eine natürliche Art Stickstoff zu binden, und der gibt den auch nur langsam an die Atmosphäre bzw. an die Pflanze weiter, nicht im Vergleich zu den fossilen Verbrennungen, wie wir sie ja heute kennen aus der Industrie. Zudem ist und aufgrund der vielen verschiedenen Lebewesen, wie zum Beispiel die vielen verschiedenen Pilzarten, wie ich sie auch schon im letzten Video vorgestellt habe, und den Mikroben, dient auch Humus als Heimat für diese Mikroorganismen, aber auch nochmal als zusätzlicher Filter für chemische Stoffe bzw. Neutralisator für Toxine. Wie hat der Mensch im Laufe seiner Geschichte den Boden systematisch zerstört? Also neuerdings einerseits wegen der Profitmaximierung bzw. der Billigpreisproduktion in der Landwirtschaft, also in der heutigen konventionellen Landwirtschaft, der hier viel auf Mineraldünger und Stickstoffdünger angewiesen bzw. wird auf die Felder ausgebracht, um halt, man der Meinung ist dadurch, dass man hier das Pflanzenwachstum nochmal zusätzlich
stärkt. Die Folge davon ist, dass die Pflanze zwar stark wächst und allerdings die großen Pflanzen nicht das kräftige Wurzelwerk haben, um sich zum Beispiel vor starkem Wind zu schützen. Außerdem werden dadurch auch die Zellwände der Pflanzen weicher und durchlässiger. Die Folge davon ist natürlich, dass sich dann sie anfälliger gegen Pathogene, Keime zum Beispiel ist, oder auch gegen Schädlinge in Form von Pilzen. Und man versucht auch natürlich auch dem enormen Wachstum der Pflanze entgegenzuwirken, damit sie halt zum Beispiel vom Wind nicht umgeworfen wird, und tut man auch hier nochmal zum Beispiel Pestizide und Fungizide sprühen. Und da genau ist halt das Problem, man verwendet diese Pestizide und Fungizide, um halt diese Probleme zu lösen. Allerdings tut man natürlich auch hier wieder die guten Mikroben und Pilzarten zerstören, und dadurch sagt man natürlich auch, entzieht man sozusagen dem komplette Leben aus dem Boden. Und zusätzlich ist es halt auch dazu, dass die Pflanze auch viele verschiedene Pathogene, Mikroben und Pilze auch darauf angewiesen ist, weil es Reaktion dadurch tut zum Beispiel die Pflanze einen gewissen Stoff produzieren, der nennt sich Salvestrol, und dieser Stoff bzw. diese Substanz wird zum Beispiel auch beim Menschen in der Krebstherapie verwendet und neuerdings auch ja, gegen Ebola als Heilmittel auch verwendet bzw. auch bezüglich darüber geforscht. Außerdem ist es halt dazu, dass die Pflanze nicht den kompletten Stickstoff bzw. nicht den kompletten Dünger verwenden kann und dieser dann einfach sich in den Boden anreichert, in unser Grundwasser kommt und dadurch dann zum Nitrat wird und das natürlich auch sich als ja, krebserregend dann folgen kann. Also das ist halt wieder ein Nachteil, dass sich halt diese Substanzen im Grundwasser anreichert. Weiterer Nachteil ist natürlich auch die permanente Monokultur, die wir betreiben. Es ist halt die Permakultur das Wichtigste, dass man hier so anbaut, dass die Pflanzen sich untereinander unterstützen, zum Beispiel einen Tiefwurzler und einen Flachwurzler. Das heißt, dass der Tiefwurzler hier den Boden auffüllt, für aerobe Verhältnisse sorgt, damit halt auch die Mikroben, die Regenwürmer auch gerne in diesem Boden leben, und der Flachwurzler auch hier in den obersten Schichten dann weiter die Erde auffüllt, und damit es halt hier nochmal zusätzlich, ja, sagen wir mal, ein harmonisches Gebilde produziert wird. Außerdem wird halt dadurch nochmal durch diese Permakultur bzw. durch Vor-, Mitte- und Nachkultur wird halt zusätzlich nochmal die Erosion verhindert, weil der Boden sozusagen lebt und nicht einfach austrocknet. Auch ist das konventionellen Pflügen mit riesigen Maschinen ein immenser Nachteil, weil dadurch reißen wir einfach die Bodenstruktur auf, und mit den schweren Maschinen verdichten wir dann nochmal komplett den Boden, und dadurch ist er natürlich nochmal zusätzlich anfällig für Erosionen. Außerdem ist es halt so, dass die Pflanze dann nicht mehr in die tiefen Schichten hervordringen kann, weil sie dann durch diese Verdichtung einfach wie gegen eine Wand anläuft und dann sich an dieser Wand entlang schlängelt und nicht mal an die entsprechenden Nährstoffe auch rankommt. Und ein wichtiger Punkt ist halt auch die Schwarzpacht, die wir über Jahrtausende betrieben haben. Das ist einfach, dass man die Erde sozusagen eine Pause gibt und Ruhe gibt, und da ist halt auch wieder das Problem, der Boden muss leben. Das heißt, die Mikroben brauchen halt gewisse Substanzen, um halt einfach um sich dort wohlzufühlen, um Enzyme freizusetzen, um die komplexen Moleküle wieder in einfache Moleküle umzusetzen. Pflanzen sollen mit ihren Wurzeln in Symbiose mit Mykorrhiza-Pilze zum Beispiel gehen und die Erde einfach aufwühlen und einfach für einen geschlossenen Kreislauf sorgen, und die Schwarzpacht ist genau das Gegenteil. Da tun wir einfach den Boden ausrotten, sage ich mal, oder stilllegen und ihm jegliche Lebenshauch
entziehen und das sorgt natürlich auch dafür, dass der Boden erodiert bzw. auch ausgeschwemmt wird, weil durch die entsprechenden Wurzelwerke von Mykorrhizapilzen und Pflanzen oder auch Bäumen seinen Halt und Struktur verliert. Allerdings ist gute Erde die Währung der Natur. Für die Pflanzen bildet der Boden bzw. die Erde des, als Verdauungsorgan da, wie bei uns zum Beispiel der Darm oder der Magen. Und es gibt ja den Spruch, Darm gesund, Mensch gesund. Und das gleiche gilt, wenn man es nochmal weiter im Kosmos betrachtet, Boden gesund, auch Mensch gesund, weil natürlich auch dadurch, wenn der Boden gesund ist, die Pflanzen dann weniger anfällig sind für Krankheiten. Wir haben halt, wenn der Boden gesund ist, ist auch unser Ökosystem intakt und die Krankheitserreger im Boden bzw. die Pathogene tun sich halt nicht zu stark verbreiten bzw. gewinnen halt nicht die Oberhand und tun halt dann hier eine Dysbiose verursachen. Da ist es halt wichtig, zum Beispiel eine Permakultur aufzubauen, wenn man zum Beispiel ein Feld überwintern möchte, dass man zum Beispiel Stroh auflegt oder Holzchips, einfach damit halt die Lebewesen über den Winter, Bodenlebewesen über den Winter Nährstoffe zur Verfügung haben und natürlich auch, dass die Erosion verhindert wird. Oder ich tue einfach zum Beispiel winterbeständiges Gemüse anbauen, wie zum Beispiel Feldsalat oder Grünkohl oder einfach mal zum Beispiel tatarischen Buchweizen oder Roggen anbauen und einfach nur anbauen lassen. Auch ich muss nicht unbedingt ernten, einfach über den Winter anbauen lassen, damit das Wurzelwerk den Boden auflockert und einfach Sauerstoff in den Boden mit einarbeiten kann. Da gibt es auch viele verschiedene Projekte, die ihr auch unterstützen könnt. Zum Beispiel das Sekirn-Projekt. Das ist ein Projekt in Ägypten, wo man zum Beispiel mithilfe der Kompostiermethode wertvollen Humus anbaut und ja, da tut man zum Beispiel den Einheimischen helfen, entsprechende Plantagen aufzubauen mit guter Erde, wo sie halt ihre eigenen Lebensmittel produzieren können und hier sozusagen aus der einfach einen Schritt aus der Armut befreien kann. Und diese Projekte helfen halt unter anderem zum Beispiel auch Kinder, dadurch, dass sie können sie halt Geld verdienen für ihre Familien, aber sie bilden sich halt auch entsprechend weiter, weil die Kompostierung natürlich auch ein sehr, ja, nicht komplex, aber man muss halt wissen, wie man das Verfahren anwendet und worauf man achten muss. Und da möchte ich halt auch in den folgenden Videos halt nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, wie man zum Beispiel mit der Kompostierung wertvollen Humus aufbereiten kann. Also freu dich schon mal auf die nächsten Episoden, da gibt es wieder einiges zu lernen. In diesem Sinne, Spasiba za prosmotrit und ich hoffe, du konntest wieder von diesem Video einiges lernen und mitnehmen, vielleicht auch für deinen, ja, für deinen eigenen Alltag auch etwas umsetzen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode von Wissen to Go. Bis dahin, ciao.